Herzlich willkommen, mein Name ist Manuel Feldbaumer vom Zentrum für Digitales Lernen und Lernen an der Universität Graz. Ich spreche heute mit ein paar Lehrpersonen über das Thema digitale Lernumgebungen und wie man diese ideal in der Praxis im Unterricht einsetzen kann. Dafür habe ich mir heute einen ganz speziellen Ort ausgesucht, und zwar die Pädagogische Hochschule Steiermark, und heute findet der Tag der Informatik-Fachdidaktik statt. Jetzt werde ich ein paar weitere Lehrpersonen suchen und Ihnen ein paar spannende Fragen zu diesem Thema stellen. Ich glaube, dass ein Digitalisierungskonzept in der Schule, ähnlich wie halt bei anderen Vorhaben auch, eine zentrale Basis darstellt, um dieses Thema auch bei uns, wie es in der Schule ist, in die Schule überhaupt zu bringen. Also auch mit einer gewissen Vision dahinter, mit Zielen, die ich dann natürlich auch anschaue, ob die auch umgesetzt wurden. Also so quasi, um für alle Beteiligten auch einen Grundstock zu setzen, wo ich sage, im Laufe dieses Prozesses, weil ich glaube, digitale Schule ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, in dem Sinne eben einen gewissen Anhaltspunkt auch zu schaffen, das wollen wir machen, da wollen wir weiterkommen, da haben wir vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf, also quasi so das Gesamte auch mit Ist-Zustand, wie halt so ein Konzept aufgebaut ist, einfach zu evaluieren, durch zu planen und dann auch entsprechend zu evaluieren, wie gut hat es geklappt. Ja, wir haben, wie gerade vorhin schon erwähnt, haben wir dieses Konzept also so aufgebaut, dass wir einfach einmal an einem gewissen Punkt eine Ist-Standsanalyse gemacht haben. Wir haben geschaut, was haben wir schon, wie gut geht es schon quasi. Und auf Basis von dem Ist-Stand haben wir dann versucht, auch Ziele einfach zu definieren. Zum Beispiel jetzt mit den digitalen Geräten ein Ziel, einfach einmal eine gute und sinnvolle Integration der Geräte überhaupt in die Schule und weiterführend dann in den Unterricht, sage ich jetzt einmal, im Sinne von Integration vielleicht in einem kleinen Teil, aber darüber hinaus dann auch in den unterschiedlichen Fächern, fächerübergreifend. Also ein Punkt, der hier, glaube ich, herausragt, ist auch gerade bei den digitalen Geräten jetzt diese Verhaltensvereinbarungen, die man mit den Schülerinnen und Schülern, aber zu einem kleinen Teil auch mit den Eltern dann macht, dass dieses gemeinsame Arbeiten noch gelingen kann. Und eben das ist sicher ein Beispiel dafür, wo alle Schulpartner quasi mit eingebunden werden, also Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitung, die Kinder, aber auch die Eltern, wo man sagt, nach diesen Regeln können wir gemeinsam gut in unserer Schule, in unserem Unterricht miteinander arbeiten. Eine andere Sache könnte sein, zum Beispiel auch diese Zustimmung, dass Aufnahmen, sei das Video oder Fotoaufnahmen auch auf schulischen Kanälen verteilt werden. Auch da hat man wieder diese Digitalisierung drinnen, wo einfach quasi auch Zustimmungen gegeben werden müssen, dass man das darf. Ja, und das, denke ich mal, sind so auch einzelne Beispiele, was vielleicht gut und wichtig ist, dass man alle miteinander auch einbaut in diese ganze Sache. Also vor 3 Jahren hat die Stadt Graz mit der Pädagogischen Hochschule gemeinsam diesen Raum in ein Future Classroom Lab umgewandelt. Das heißt, es ist dieses europäische Modell des zukünftigen Lernens. In dem Bereich sind jetzt 5 Zonen entstanden, die speziell ausgestattet sind und die immer für speziellere Lernumgebungen also sorgen und für speziellen Unterricht sorgen. Bei uns unterrichten die meisten Lehrerinnen der digitalen Grundbildung oder Informatik in diesen Räumlichkeiten. Teilweise wird es von Lehrerinnen für Wahlfächer wie Mathematik oder Englisch auch genutzt. Konkret ist es zum Beispiel, dass es den Arbeitsauftrag schon in der Klasse gab. Sie sollen sich um ein gewisses Thema kümmern. Bei mir jetzt Mobilität in den 4. Klassen. Das heißt, die Schülerinnen wissen schon, worum es geht. Gemeinsam oder alleine suchen Sie ja mal, recherchieren Sie im Internet, was passt dazu. Manche Kinder wollen auch lieber mit den vorhandenen Materialien wie B-Bots, Osobots oder Microbits arbeiten, weil die sagen, das ist auch mobil. Ich möchte eine Straßenführung gestalten und überlege mir, wie könnte eine Straße, eine Wohnstraße ausschauen. Also da gibt es wenig Input von meiner Seite. Die Kinder wissen, was an Material vorhanden ist und sie dürfen das nehmen, was sie machen möchten.
Sie könnten auch im Green Room zum Beispiel, das ist der eine Bereich, der durch eine Glaswand abgetrennt ist, könnten Sie auch filmen oder Interviews aufnehmen und jemanden zum Thema Mobilität befragen. Es gefällt Ihnen sehr gut, muss ich sagen. Es ist am Anfang immer ein bisschen mit der Disziplin schwierig. Ich bin draufgekommen, man muss Sie einmal, bevor Sie mit einem Interview zum Beispiel beginnen, muss man Sie einmal 15 Minuten probieren lassen. Da dürfen Sie blödeln, Blödsinn machen, lachen, kudern, wie auch immer. Und dann kommt ein tolles Ergebnis raus. Weil dann wissen Sie, wie Sie jetzt die App bedienen müssen, mit der Sie aufnehmen. Dann haben Sie Ihre eigene Stimme gehört. Dann wissen Sie, dass die anderen vielleicht auch anders klingen drauf. Dann haben Sie erkannt, Sie können was verstellen und das ja nachbearbeiten, wenn Sie einen Fehler machen. Und dann kommen wirklich gute Resultate raus. Man darf sich nicht erwarten, dass die Kinder sich hinsetzen und sofort zum Arbeiten beginnen und da was Gutes rauskommt. Ich muss mir größere Themen überlegen, wo ich mir denke, was könnte man dazu machen, wie Mobilität. Ich kann nicht mit einem Konzept in den Unterricht gehen und mir denken, so als erstes zeige ich Ihnen diese Internetseite, dann machen Sie den Lückentext und am Schluss hat jeder in seiner Mappe eine Seite gestaltet oder im Online-Dokument eine Seite fertig gestaltet, sondern ich weiß, die Kinder haben alle einen anderen Zugang und sie haben alle unterschiedliche Endprodukte. Und auch von so einem Projekt gemeinsam, alle Kinder haben alles, weil wir es digital speichern, aber ich weiß genau, die einen haben jetzt die Audioaufnahmen gemacht, die kennen sich jetzt dort aus, die anderen, die jetzt den Lego-Roboter gebaut haben, die sind in dem Bereich jetzt Spezialisten. Man muss einfach da etwas offener sein. Also bei uns einmal an der Schule ist eigentlich immer Microsoft Teams im Einsatz. Das ist sozusagen, ich möchte es nicht unsere Lernplattform nennen, sondern das ist unsere schulinterne Kommunikationsplattform. Das haben wir eigentlich schon vor Corona-Zeiten eingeführt. Corona hat das nur natürlich extrem beschleunigt. Ich selber benutze jetzt eigentlich nur Teams. Ich habe dort eben meine Teams eingerichtet mit allem Möglichen, was eben Teams so bieten kann. Ja, zum Beispiel, also bei uns wird sowieso zu Schuljahresbeginn bekommt jeder Unterricht sein eigenes Team. Das heißt, wird automatisch angelegt. Ja. Ich habe das dann drinnen und ich kann einmal sowieso, ich kommuniziere mal mit den Schülern, setze auch meine Aufgaben hinein und so weiter. Ja. Meine Beispiele dokumentiere ich auch in Teams drinnen. Aufgabenstellung ist drinnen. Ich verwende eigentlich auch sehr viel Lernvideos, Tutorials, ist auch irgendwie aus der Not heraus entstanden von Corona. Und das hat es jetzt eigentlich als Heilsbringer sozusagen verwirklicht. Also ich kann wirklich sehr viel damit umsetzen und vor allem, was ich sehr schätze an den Lernvideos ist, dass die Schüler eben in der eigenen Geschwindigkeit arbeiten können. Und so mit den Videos habe ich eben die Möglichkeit, sie können sich das in Ruhe anschauen. Diejenigen, die es gleich verstanden haben, los geht's. Die anderen können skippen, können zurückspulen, können sich das noch einmal anschauen. Und vor allem, ich habe in der Zeit, wo alle anderen jetzt die Videos schauen und vielleicht ein paar schon schneller sind, habe ich wieder Zeit, besser die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Also was ich mal ganz wichtig finde, ich habe vor Jahren einmal zu Flipped Classroom eine Fortbildung besucht und da ist schon gesagt worden, und das kann ich wirklich nur bestätigen, dass es kommt viel besser an, wenn die Videos selbst produziert sind. Ja? Da gibt es Studien dazu mit dem Commitment der Schüler, ja? Dass einfach, das ist um Welten besser, wenn das Video selbst produziert ist. Ja, es gibt super Material und das kann man auch gerne verwenden, aber es kommt einfach authentischer rüber, wenn das jetzt mein Video für meine Schüler ist. Ja? Und noch, da muss ich den Joe Buchner zitieren, der das damals gemacht hat. Gell? Das ist das beste Lernvideos, bitte. Quick and dirty, hat er gesagt. Ja? Wir sind keine Hollywood-Produzenten. Dementsprechend einfach, ich schneide meine Lernvideos nicht. Ja? Manchmal, wenn ich mich vielleicht im ersten oder zweiten Satz verhaspel, fange ich vielleicht neu an. Aber im Prinzip one take und das einfach so, wie ich es unterrichten würde. Ja? Kommt authentisch rüber und geht einfach gut. Ja? Und wirklich versuchen, klare Anweisungen zu geben, ja, auf den Punkt kommen und,
Was auch wichtig ist, kann ich auch wieder bestätigen, habe ich auch in dieser Fortbildung gelernt, dass eben die Lernkurve, die Aufmerksamkeitskurve ab 7 Minuten rapide abnimmt. Das heißt, wirklich schauen, dass Lernvideos auf keinen Fall länger als 9 bis 10 Minuten dauern. Das wären so meine Tipps auf alle Fälle, wenn man mit Lernvideos und Tutorials arbeitet.